Hallo und herzlich willkommen bei moreprotection.wien, deinem zuverlässigen Partner für mehr Sicherheit in deinem Leben. In diesem Video erläutern wir das Easy Bandage mit seinen Anwendungen in der Notfallmedizin. Geliefert wird das Easy Bandage vakuumverschweißt. Hier befinden sich Markierungen zum richtigen Öffnen. Zur Anwendung reißen wir die Verpackung auf, um zum noch einmal verpackten Druckverband zu kommen. Das Easy Bandage oder auch Israeli Bandage genannt, ist ein Druckverband, welcher von der israelischen Armee entwickelt wurde. Es findet sich bei sehr vielen Militärs weltweit sowie mittlerweile auch im Zivilbereich. Auch hier gibt es wieder Markierungen. Beim Öffnen des Druckverbandes sehen wir bereits die aufgesetzte Wundauflage. Sogenannte Fallsicherungen sorgen für ein sauberes Anlegen des Verbandes. Es gibt mehrere davon. Ein Schäkel als Druckmodul, um den Verband vernünftig nutzen zu können, befindet sich ebenso darauf. Angenommene Oberschenkelverletzung. Beim Anlegen des Verbandes achten wir darauf, dass der Druckschäkel sich genau Höhe der Wunde befindet. Einmal mit dem Verband herum am Schäkel angekommen, führen wir den Verband durch den dafür vorgesehenen Schlitz in der Mitte und führen ihn einmal hindurch. Durch das Umschlagen legt sich der Schäkel um und übt somit Druck direkt auf die Wunde aus. Mit jeder Wicklung, welche wir über den Druckkörper geben, wird der Druck erhöht und somit können wir selbst sehr gut dosieren. Zum Verschließen des Verbandes verwenden wir den dafür vorgesehenen Hakenverschluss. Ganz einfach, oben und unten am Verband einhaken. Angenommene Verletzung am Unterarm. Zur Unterstützung der Blutstillung bietet es sich hier an, den betroffenen Arm hochzulagern. Gegebenenfalls kann der Verletzte dabei auch etwas unterstützen. Hierbei achten wir ebenfalls darauf, dass sich der Druckkörper direkt auf der Höhe der Wunde befindet. Zum Verschließen des Verbandes verwenden wir hier wieder den dafür vorgesehenen Hakenverschluss. Angenommene Kopf-Hals-Verletzung. Auch bei diesem Verletzungsmuster wird der Betroffene, soweit er ansprechbar ist, unterstützen. Um den Verletzten so schonend wie möglich zu versorgen, werden wir eine andere Technik verwenden. Sprich, wir werden nicht rund um den Hals wickeln, sondern den der Wunde gegenüberliegenden Arm anheben und unter der Achsel wickeln. Durch Senken des Armes erhöht sich zusätzlich die Druckwirkung auf die Wunde. Weiterführende Informationen findest du in unserer Videobeschreibung sowie auf unserer Webseite www.moreprotection.wien. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, lass einen Daumen da und abonniere unseren Kanal. Für Moreprotection Wien, mein Name ist Tom Moore.